heutigen Roblox Adopt Me Video trade ich nur den nagelneuen limitierten Sugar Glider. Seid gespannt, was ihr für Trades bekommen und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Heute trade ich nur den neuen Sugar Glider. Meine kleine Sugar ist hier gerade schon am Baden. Ich bin mega krass gespannt, ob wir coole Offer bekommen. Ich werde definitiv nur Offer annehmen mit Pets, die ich tatsächlich auch brauchen kann. Also irgendwelche Pets, die ich weiß ich nicht wie oft habe, werde ich definitiv nicht annehmen. Und ich bin einfach mega krass gespannt, was wir für Offer bekommen. Gucken wir einfach mal in die Mitte und hoffen das Beste. Okay. Dann sind wir in der Mitte angekommen und wir haben auch schon den ersten Trade-Request bekommen. Mir fällt aber gerade auf, ich habe noch keinen Sugar Glider gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob derjenige jetzt gleich den Trade abbricht, weil das dauert ja im Moment immer so unfassbar lange. Luminaro 623 bietet einen Starfish und ein Cracked Egg. Der nächste ist Joni Mull und ich bin gespannt, was er bietet. Ein paar Sekunden später. Ja, ich glaube, er hat zu Ende geedit. Und zwar hat er ein Luna Gold Tiger, ein Metal Ox, zwei Mythic Egg, ein Clownfish, ein Albino Bat, ein St. Bernard, ein Pine Martin und ein Luna Ochsen. Ich überlege das, ob ich das für den St. Bernard mache, aber die Mythic Eggs sind halt irgendwie cool, oder? Sollen wir das irgendwie machen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, wir machen den Trade jetzt einfach, denn mir gefällt der St. Bernard Hund sehr, 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 sehr gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 4 oder 5 von denen, aber ich finde die mega, mega putzig. Ich glaube, ich hätte den Trade nicht unbedingt angenommen, aber der Hund, den finde ich einfach zuckersüß. Deswegen machen wir den Trade, aber ich habe nicht so viele Robux, das heißt, ich kann nicht mega krass viele raushauen, aber wir sind hier eh nicht so viele. Oh mein Gott, da ist ein, oh mein Gott, guckt mal. Ja, mega putzig, hallo. Oh mein Gott, sie sieht mega niedlich aus. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen neuen kaufen. Und, ich habe was abgeschlossen. Das müssen wir auch gleich nochmal gucken. 100 Bucks, nice. Die nächste ist 1506, Verena. Ein wunderschöner Name, Verena. Und sie bietet einen Fly Ride Ghost Bunny. Ein Scarab, heißt der Scarab? Ja, Giant Black. Oh mein Gott, sie hört gar nicht mehr auf. Nein, sie hört gar nicht mehr auf. Hörst du bitte auf zu adden, um Gottes Willen. Ein paar Sekunden später. Okay, sie bietet einen Ghost Bunny, einen Scarab, einen Ladybug, einen Toucan, einen Biber, einen Red Fox und ein paar kleine Sachen. Das Problem an dem Ganzen ist, ich habe alle Pets und ich habe auch mega krass viele Ghost Bunnies. Habe ich leider schon alles. Deswegen muss ich den leider declinen, den Trade. Aber ich denke grundsätzlich, wenn ihr die ganzen Sachen noch nicht habt, dann ist es definitiv ein cooler Trade. Aber falls ihr den... Okay, das wird nix. Das wird nix mit dem Neon Octopus. Das kann ich definitiv nicht annehmen, weil ich trade nur Sugar Glider. Wir gucken einfach mal, ob er oder sie den Trade anpasst. Oh, ein Ride Sloth. Das ist es definitiv noch nicht wert. Wir gucken jetzt einfach mal, was derjenige noch addet. Ansonsten glaube ich nicht, dass ich den Trade annehmen werde. Nein! Jetzt packt derjenige einen Musk-Ochsen rein, als wenn derjenige wüsste, dass ich die sehr liebe. Derjenige addet noch mehr. Ich weiß nur nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Vicpo? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Absolut keine Ahnung. Ja, okay. Machen wir das, oder? Das ist cool. Alleine hier, Manny, ist einfach das Ganze, ich meine, nicht wert, ne? Es sind 500 Robux, es sind um die 5 Euro. Aber das Neon Walross, ich glaube, ich habe keinen Neon Walross. Von daher, glaube ich, ist es ein ganz cooles Angebot. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Hättet ihr diesen Trade angenommen? Ja oder nein? Denn ihr müsst immer bedenken, das kleine süße Sugar-Gleiderchen kostet 500 Robux und es ist nur 2 Wochen im Spiel. Okay. Die nächste ist Ich und Eis. Das ist ein süßer Name. Oh, wir haben wieder kein Pet mehr. Warte bitte kurz.
Nein, ich bin nicht gut vorbereitet. Ich habe schon so lange nicht mehr getradet, dass ich absolut nicht gut vorbereitet bin. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir gucken mal, was ich und Ice bietet. Ein Red Fox ist es natürlich nicht wert. Ihr müsst immer bedenken, im Moment, wie gesagt, ist der Sugar Glider noch drin, aber bald nicht mehr. Und das Pet wird mega, mega selten sein. Und nicht jeder hat 500 Robux, deswegen muss ich leider declinen und sagen, no, thank you. Der oder die nächste ist Roblox Einhorn 67T. Habe ich das richtig vorgelesen? Ich hoffe es. Ich bin gespannt. Bis jetzt waren jetzt keine mega krassen Trades dabei. Ich muss aber sagen, heute ist schon Samstag. Ich habe es gestern leider nicht geschafft zu traden. Und deswegen ja, ist heute schon Samstag. Und ich nehme mal an, am Donnerstag und am Freitag gab es die besten Trades. Und das ist auch kein Trade, den ich gerne annehmen möchte. Die nächste ist Sunnyfee 003. Oh, und ich habe wieder was abgeschlossen. Collect a stroller that isn't already in your journal. Nice, okay. Also ich sammle hier auf jeden Fall heute Bugs. Sunnyfee 003 hat nur einen Lunar Gold Tiger. Von daher muss ich ganz klar sagen, no thank you. Von denen habe ich genug. Und das möchte ich nicht machen, den Trade. Die sind zwar auch nicht mehr drin, aber die konnte man für Bugs ja kaufen. Und 500 Robux ist es mir definitiv nicht wert, weil ich die im Moment eben nicht suche. 1506 Verena probiert es nochmal. Und sie schreibt gerade, ob ich sie grüßen kann. Ja, Grüße gehen raus an dich, Verena. Möchtest du was traden? No. Die nächste ist Soft Zara und sie bietet einen Mega Dog, einen Sled, ein Clown Car, ein Classic Boat, ein Luna White Tiger, einen Pine Martin, einen Australian Kelpie, eine Wyvern und einen Salamander. Das sind zwar mega krass viele Pets. Und ich finde den Megadog echt mega süß. Aber ich glaube einfach nicht, dass es ein limitiertes Pet wert ist für 500 Robux. Deswegen muss ich reinschreiben, sorry. Der nächste Trade ist mit Lulu 231036. Oh, sie hat einen Springer Spaniel. Ich habe leider noch keinen Springer Spaniel, aber die sind ja Gott sei Dank jetzt nicht allzu schwer zu bekommen. Sie bietet außerdem noch eine Flyride Bed oder auch nicht. Für die Pets ist es aber definitiv nicht wert. Den Delfin habe ich mega oft, die Mummy Cat habe ich mega oft. Ich habe alle Pets mega oft, deswegen muss ich einfach sagen, no thank you. Fast. Der oder die nächste ist JojoCraft 233. Er oder sie bietet eine Wyvern und zweimal eine Hydra, aber das ist es mir definitiv auch nicht wert und von daher sage ich no thank you. Roblox Einhorn 67T probiert es nochmal. Wir schauen mal, ob er oder sie was Cooles offert. Ich habe das Gefühl, dass nicht so viele Leute den mega krass feiern. Zumindest bekomme ich gerade nicht so gute Angebote. Ich nehme an, auf einem Rich-Server bringt es aber auch nicht wirklich, denn auf einem Rich-Server tradet man eigentlich Neon und Mega-Neons. Von daher kann ich, glaube ich, nicht empfehlen, dass man das Pet zumindest kauft, um es zu traden. Sie bietet einen Ride Deinonychus, eine Ginger Cat, eine Bee, ein Skeleton Dog und eine Ladybug. Das ist es mir aber definitiv auch nicht wert. Dann behalte ich tatsächlich meine kleine Sugar Glider lieber selber. Der oder die nächste ist Couch-Potato 753 und sie bietet nur ein paar Tiger. Das ist natürlich absolut nicht wert, Leute. Macht es bloß nicht. Dann behaltet lieber das Robux-Pad für euch selber. Die nächste ist Marida 1. Ich bin mir nicht sicher. Marida 1? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, ich hoffe, ich habe deinen Namen nicht komplett falsch ausgesprochen. Ah, das ist voll süß. Ein Brown Springer Spaniel und einen... Okay, sie hat beide raus und nur ein Ride Unicorn. Okay, dafür mache ich das dann definitiv nicht. Der oder die nächste ist Zauberstab 610. Und sie bietet einen Ride Red Fox. Ich bin tatsächlich echt eigentlich ein bisschen entsetzt, dass die Trades so unfassbar schlecht sind für ein limitiertes Pet, das 2 Wochen bleibt und 500 Robux kostet. Hat sich das verändert? Ich habe schon lange nicht mehr öffentlich getradet. Hat sich das verändert, dass die Pets nicht mehr wirklich viel wert sind, obwohl sie limitiert sind? Eine Ride Lynx ist zwar cool, aber ich habe ja auch eine in Neon und nur die Ride Lynx. Da muss ich ganz klar sagen, no thank you. Dann hätte ich gesagt, der letzte Trade vielleicht von Quissal-Deutsch11. Sie bietet eine Fly Ride Golden Red und das ist es meiner Meinung nach auch nicht wert. Ich habe
eine, ich glaube, eine Neon Flyride für gefühlt weniger bekommen. Von daher muss ich ganz klar, sorry, aber nein. Es tut mir sehr, sehr leid, aber den Trade möchte ich auch nicht machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einfach den Sugar Glider viel zu toll finde. Was ich glaube. Ich habe ihn gesehen und ich habe mich sofort verliebt und ich finde ihn so unfassbar cool. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass die meisten Leute nichts dafür geben wollen. Ich finde sie einfach zuckersüß. Und Mini Lara bietet einen Springer Spaniel, eine Hydra, einen Luna White Tiger und ein paar Ads. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, für das möchte ich die kleine süße Sugar wirklich nicht hergeben. Okay, jetzt kommen doch noch ein paar Trades rein. What? Ein Mega Fly Ride Rock. Das ist so krass. Wüsste gar nicht, was ich bieten soll. Lol. Das ist auf jeden Fall mega cool. Einen Mega Fly Ride Rock. Das war bestimmt mega krass viel Arbeit. Bonkack, falls du das Video siehst, schreib mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie lange hast du gebraucht, bis du den Mega Rock hattest oder hast du ihn getradet? Würde mich wahnsinnig interessieren, aber ich muss den Trade leider declinen, weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich bieten soll. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich bin ein bisschen traurig, dass niemand sich für den Sugar Glider wirklich interessiert hat. Aber trotzdem natürlich vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, um mit mir zu traden. Ich war schon ewig lang nicht mehr beim Traden und es hat mega krass viel Spaß gemacht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!